Eine Partie aus dem Kandidatenturnier von 1959. Dieses Kandidatenturnier hat am Ende Michael Tal für sich entschieden und ein Jahr später hat er auch den Weltmeister Michael Botwinnik geschlagen und ist eben selbst, hat selbst die Schachkrone errungen. Aber bevor ich jetzt zu sehr abschweife, lassen Sie uns die vorliegende Stellung anschauen. Die Frage ist, welche Kandidatenzüge stehen Weiß zur Verfügung? Also was kommt jetzt eigentlich in die engere Auswahl für Weiß und wofür sollte er sich natürlich dann letzten Endes entscheiden? Die Partiefortsetzung Turm schlägt F7 war leider viel schwächer als der richtige Zugläufer schlägt F7. Zwar handelt es sich um einen Gewaltzug, also ein Schachgebot. Also theoretisch wäre der Zug zuerst zu prüfen, das ist schon richtig. Aber ja, machen sollte man in dem Fall trotzdem den Alternativzugläufer schlägt F7, weil Weiß mit Turm F7 einfach eine wichtige Angriffsfigur wegtauscht, den eigenen Turm. Und dadurch Schwarz dann auch zusätzliche Verteidigungsideen einräumt. Das werden wir gleich sehen. Also Turm schlägt F7 ist erzwungen, Läufer schlägt F7, das war Partie. Und jetzt nach Dame schlägt nach Dame F6, Ausrufezeichen, hat Schwarz seinen König abgesichert. Weiß kann den Damentausch nicht vermeiden. Also auf die eine oder andere Weise werden die Damen jetzt getauscht. Ne? Zum Beispiel in der Partie mit Läufer D5, Dame C6, Turm C6. Und mit Turm C8 erhält Schwarz jetzt hier ausreichendes Gegenspiel. Also das Material ist insgesamt sehr reduziert. Es sind nicht mehr so viele Bauern auf dem Brett. Und ja, die schwarzen Figuren sind aktiver. Und ja, Weiß hat hier eigentlich keinerlei Chancen, den Mehrbauern zu verwerten. Es handelt sich im Grunde um eine ausgeglichene Stellung. Die Partie ist später dann Remis ausgegangen. Es gibt in dieser Stellung im Grunde genommen nur zwei plausible Züge für Weiß. Das sind die beiden Einschläge auf F7, also Läufer schlägt F7 und Turm schlägt F7. Sollten Sie sich für Läufer schlägt F7 entschieden haben, gratuliere ich Ihnen zu der richtigen Antwort. Läufer schlägt F7 ist tatsächlich wesentlich stärker als die Alternative. Nach Läufer schlägt F7, die Hauptvariante lautet natürlich Schlagen. Es gibt auch andere Züge für Schwarz an dieser Stelle, dazu kommen wir gleich noch. Ja, Weiß nimmt einfach zurück auf F7, König schlägt F7, Dame C7 Schach. Die einzige Möglichkeit, jetzt den angegriffenen Turm zu retten, ist König E8. Und nach Turm E1 Schach kann Schwarz die Partie sofort aufgeben. Nach Läufer schlägt F7 steht Schwarz neben dem Zurückschlagen die Option Dame E5 zur Verfügung. Wie würden Sie jetzt hier den weißen Angriff fortsetzen? Turm schlägt G6 ist ebenfalls ein guter Zug. Man gewinnt auf jeden Fall einen weiteren Bauern. Zum sofortigen Partiegewinn reicht dieser Zug allerdings nicht aus. Mit König H8 kann Schwarz noch etwas Widerstand leisten. Es gibt an dieser Stelle wieder zwei verlockende Möglichkeiten für Weiß, nämlich Turm schlägt G6 Schach und Dame schlägt G6 Schach. Dame schlägt G6 Schach ist aber nicht nur viel spektakulärer, ne? Also ein Damenopfer macht sich immer gut, sondern es ist in dem Fall tatsächlich auch wesentlich stärker. Dame G6 Schach führt nämlich forciert zum Matt in allen Varianten, zum Beispiel H schlägt G6, Turm schlägt G6, König H7 und Turm H4, eine Art Treppenmatt. Die Alternative wäre dann König H8 statt König auf die H-Linie und da setzt Weiß mit Turm G8 ebenfalls schachmatt.